Deutsch lernen durch Hören. Gestern Mittag stand ich auf, war ich gut drauf und dachte, ich kauf mir eine Tafel und die häng ich auch gleich auf. Da schreib ich dann so Sachen, die ich längst schon hätte machen sollen, auf, oh Mann, ich hab heute echt einen Lauf. Ab morgen hör ich morgens auf den Wecker, kauf nur noch Vollkornbrot bei meinem Bäcker. Ich ess seit 14 Tagen nun schon Zwieback, weil ich den Gang zum Bäcker morgens nie pack. Mein Zimmer steht seit Wochen voll mit Leergut. Ich bin so einer, der sich da echt schwer tut. Ab morgen hör ich auf, so viel zu saufen. Geh jeden Morgen vor der Uni laufen. 5 Hausarbeiten von vor 4 Semestern. Mir kommt es echt so vor, als wär's gestern gewesen. Ach, was soll's, die wird doch eh nie einer lesen. Ich will seit Ewigkeiten mal was malen. Mal richtig kreativ und nicht nach Zahlen. Ein aufmunternder Brief an meine Oma. Die liegt nun schon seit 3-4 Jahren im Koma. Ich wollte schon immer mal Geschichten schreiben, in denen alle angezogen bleiben. Dann könnte ich mich auch wieder mal rasieren und nicht unter der Dusche. Ich wollte mich mal eine ganze Woche schonen, nur ab und zu mit nem Glas Wein belohnen. Nicht wohnen, sondern leben, wonach Menschen halt so streben. Da stand ich wie gebannt vor meiner Wand und fand, das ist doch allerhand. Ich hoffe, ich setz das nicht in Sand. Schreck ich auf, total verstört, ich hab den Wecker nicht gehört. Mein Kopf tut weh, bin nass geschwitzt, ich denk, das läuft ja wie geritzt. Trete barfuß in ein Glas, oh Mann, das macht heute echt keinen Spaß. Ich taumel rückwärts Richtung Wand, will mich noch halten. Meine Hand greift nach der Tafel und ich fall. Seh, wie die Tafel langsam fällt. Oh Mann, was ist das für ein Scheiße. Deutsch lernen durch Hören.